Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, haben wir ja auch schon die zwei schönen Fischen, wo wir das letzte Mal gekauft haben, wieder. Und ja, wir machen heute weiter hier auf der Karte Valnet im Schädigungssimulator 2012. Wie es ja alle wahrscheinlich gemerkt habt, ist jetzt länger von dem Video von meiner Zubleine-Geschichte. Aber jetzt müssen wir davor erst einmal dann. Ah, ich hab mich ja aufgeschaltet. Die Schneekanone müssen wir einschalten. Du wirst hier mal weg. Objekt wächst an. Können wir uns hier überall durchklicken. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal mit dem ein bisschen was, wenn wir die Rücken fahren. Ich weiß ja nochmal sogar, wie die Firma ist. Aber heute ist es nicht auf die Zeit. Ist aber auch nicht so schlimm, ich wollte jetzt nur was erzählen, warum ich denke, kann die kommen. Also, letztes Wochenende nehme ich so wie immer halt an einem Tag wieder auf, dass ich dann an dem Tag hochfahren soll. Er soll jetzt nicht so viel kommen an einem Tag. Es kommen meistens nur so ein und maximal zwei Videos. Bei zwei Videos bei mir kommen ist eher selten. Das ist auch normal. Und dann war es halt irgendwie so: Ich habe das aufgenommen mit meinem Aufnahmeprogramm und danach habe ich das ins Bearbeitungsprogramm gegangen. Und danach wollte ich es halt als Video downloaden, wie immer, und nachher als Video hochladen. Aber das hat es nachher nicht können, weil es angeblich die ursprüngliche Datei nicht mehr finden macht, wo das herkam. Und und da wieder angeschaut und die Datei war dann irgendwie gelöscht. Entweder ich war so angeschaut und hab sie gelöscht, oder es war irgendein Fehler im Programm. Aber auf jeden Fall war die Datei nicht mehr da. Und das ganze Video war praktisch gelöscht. Jetzt hat halt da das Problem gegeben, dass es war ein Video für ein LS19er auf der Karte Festung. Wäre die nächste Folge gewesen. Und ja, das ist jetzt praktisch für immer verloren. Das werde ich jetzt nicht sehen, weil ich mache das Video, speichere das Spiel und danach will ich das mal immer ein bisschen bearbeiten, das Video halt. So habe ich es auch diesmal gemacht, alles ganz normal und ja. Nicht annehmend habe ich dann auch mal das gelöscht. Also, da muss ich das selber sein. Auf jeden Fall so was Dummes ist mir noch nie passiert sonst. Es ist ja fast zu machen. Auf jeden Fall, das Video gibt es halt jetzt nochmal. Jetzt wird dann der Teil vom LS19 dann beim nächsten Mal kennenlernen oder spielen, wo es dann das dazwischen nicht Sinn hat. Ich hoffe, das ist für euch nicht ganz schlimm. Auf jeden Fall, das wisst ihr, warum da kein Video kommen ist, aber das erklärt ja noch nicht, warum dann länger gekommen ist. Erstens haben wir dann ein neues Spiel gekauft und hat dann irgendwie die Motivation kurz verloren, da dann immer neue Folgen aufzunehmen. Und ja, dann bin ich halt nicht mehr so richtig reingekommen, aber heute haben wir gedacht, ja, jetzt setze ich mir nach das Video mal hin, nehme ich später mal ein Video auf und macht auch gerade wirklich viel Spaß. Also ja, passt schon wieder. Übrigens zu dem neuen Spiel, was ich mal gekauft habe, ich habe mal so ein Cities Skylines gekauft. Ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir das auch mal jetzt Play. Muss ja erst schauen.
Weil also der Spiel da ist ja von Giant Software, genauso wie der LS19 und der LS15 auch, sind ja alle von Giant Software. Und der wird dann zum Beispiel angeschrieben, ob der halt dazu Videos auf YouTube hochladen kann. Und dann mal zu der Erlaubniscode, die mit sehen kann. Ja. Und zum Euro Truck Simulator, wenn mein Kanal schon ein bisschen verfolgt hat, hatte ich gesehen, dass sie da auch Videos dazu macht, da habe ich halt nachgeschaut und da hat Seiten Link weggegeben, halt von der. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber von dem Entwickler, die man mit dem Entwickler halt, ja, von der Seite, so wie Astrodome, glaube ich, oder so, hat es da so eine Seite gegeben und darauf ist halt so Videoschellen-License gewesen, kann man durchlesen. Und da ist praktisch auch drin gestanden, dass man den darf, ja. Aber wie das bei Dings ist, da haben wir noch nicht dazu informiert. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare, aber sonst informieren wir dazu, weil ich halt schon Lust habe, auch dann Videos zu machen. Darum haben wir eigentlich schon recht gut repariert, aber hin und wieder waren noch so kleine Flecken, die drum jetzt schon raus. Damit man da ganz schöne Biss bewegen. So. Ja, also dann wisst ihr, warum da keine Videos gekommen sind. Wie schon gesagt, es tut mir leid, aber ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich denke, jeder muss selber wissen, wenn er mal sagt, na, heute habe ich keine Lust, keine Zeit, wie auch immer, dann soll man es auch nicht sich kaputt tun. Ich habe halt so die ganze Woche eigentlich mal gesagt, ja, heute ist Donnerstag, ich weiß, die Woche ist noch nicht vorbei, aber seit Covid-19 jetzt habe ich irgendwie so gedacht, wenn das dann auch nur mit dem blöden Zwischenfall war, also gedacht, na, heute kaufe ich auch morgen dann wieder und so. Und da habe ich dann nie irgendwie Lust und Zeit gehabt. Aber heute geht's mir gut. Ich habe auch gar nicht so viel zu tun dafür. Gegen das und da hat man immer was zu tun, aber im Moment sind auch gar keine Schularbeiten, die trifft sich das vorher so, dass im März ganz am Anfang vom März Englisch war und jetzt den ganzen März von Stich. Ne? Das war ganz chillig. Piste wird immer besser da unten. Die recht schmale haben wir immer oben präpariert, jetzt kann man oben sich nur ein bisschen Schnee anziehen und machen wir da unten weiter. Wobei das Video wird jetzt dann auch bald schon aus sein leider. Ich weiß gar nicht, wie lange es gerade schon geht. Das ist jetzt gut gegangen. Und da unten ist jetzt die Geste praktisch schon bei perfektem Zustand. Kann man ja direkt schon anfangen schießen. Ja, und zwar mal hin und her von der Rand müssen wir mal ein bisschen was ausbessern. Viel weiter vorher hat man immer fahren dürfen.
Da wären wir sonst unten gelandet. Da müssen wir noch ein bisschen danach, was ist da unten auch gut. So. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter, bis ich schaffe noch. Ich bin mir gerade noch ein bisschen weiter auf, ist jetzt auch schon egal. Es wird das so lange kein Video mehr kommen. Ne, mehr zu für ein bisschen länger auf. So, da der Weg ist praktisch eh schon fertig von meiner Zeit. So, dann reparieren wir nur die Anschlussstelle da. Anschlussstelle klingt irgendwie so komisch in dem Zusammenhang. Ja, die Piste Anschlussstelle da halt. Das klingt irgendwie ganz komisch. So, jetzt waren wir kurz im Blindflug unterwegs, aber so wie ich sehe, ist alles gut gegangen. Dann sind wir auch heute richtig weit gekommen. Wenn wir so weitergehen, können wir in zwei, drei Folgen dann die Bestände halten. Ich meine, in echt ist es jetzt dann halt Frühling, aber wir eröffnen die erste Bestände. Wenn man so gut in den Fischen beschneiden und reparieren, kann man den ganzen Sommer durch hoffen haben. Ja. Na, dann würde ich jetzt sagen, was das von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ich nach so langer Zeit wieder eingeschaltet habe. Lasst gerne ab oder lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke. Jetzt werden dann öfter wieder Videos kommen. Und dann, ciao.